Warten jetzt. Wow, shit, ich kam den Nagel noch an. Ja, natürlich muss ich wieder nachladen. Der bräuchte echt drei Arme oder sowas. Einen von Nahkampf und allgemein den Re. Das kann doch nicht angehen hier. Wie viele von den Viechern kommen denn noch? Ab dem gewissen Punkt ist es doch ein bisschen übertrieben. Die kommen alle immer so in kleinen Grüppchen hier, anstatt mal im Gesamten zu kommen. Das wäre mir echt lieber. Da könnte ich wenigstens mal. Ich benutze zwar echt selten Granaten, aber dann könnte ich die wenigstens mal benutzen. Ich glaube, selbst dann würde ich Granaten nicht benutzen, aber. Ist mir gerade die einzige Möglichkeit, mir hätte eingefallen, bla bla bla, wie ich hätte irgendwas killen können da. Naja, gut. Irgendwann wird das noch. Irgendwann. Komm schon, geh auf. Jetzt. Nö. Werde noch nicht sehen. Dass da vielleicht was drauf sein kann? Nö. Aber ja, wir gehen hier weiter lang. Und hier oben nur noch einmal so ein Feuerfresher sehe, dann drehe ich echt am Rad. Warten. Ich habe die echt instant gekillt. Das ist ja cool. Ich kann solche kleinen Viecher nicht instant killen, aber so eine Königin oder was auch immer das war, instant. Zack, tot. Nee. Wow. Schön wäre, wenn man mehrere Schilder aktivieren könnte. Da wäre ich einfach tankmäßig, würde ich reingehen und die Gegner sollen sich gefälligst an mir einen Tod holen. Ja. Oh, nicht gekillt hier. Sehr traurig. Nee, noch nicht mal was getroffen. Der ist auch weg. Boah, die wollen alle nicht tot gehen. Nochmal, was so schön war. Wo ist denn der andere? Da ist doch was. Hier ist noch was. Ach shit, man kann das nicht doppelt machen. Natürlich treffe ich mit meiner Schrotflinte dann nicht mehr. Es ist doch immer dasselbe. Ich muss ja hier lang. Jetzt ist bestimmt bei Inventarfall, oder? Es ist immer Fall. Nee, okay, dafür reicht's noch. Stimmt, das sind ja Slack-Granaten. Ich sollte mir vielleicht doch mal welche mitnehmen. Damit ich großen Gegnern wirklich sehr dolle Aua zutun kann. Ja, zutun. Ein Deutsch, sondersgleichen. Man nannte es auch Fügen. Nee. Wir wollen es nicht riskieren hier. Komm. R für Nachladen. Was ist das für ein Vieh? Okay. Ganz normales, wenn ich den mal treffen würde. Ja! Das ist das Ding. Ich denke immer, der trifft das mit seinem Nahkampfangriff, aber dabei ist das wirklich. Du musst mit dem Gegner echt kollidieren, um im Nahkampfreichweite zu sein. Fast schon. Okay. Hätten wir den. Wow, nächster. Na gut, okay. Den konnten wir wenigstens noch instant killen. Kommt noch was heraus? Nö, noch nicht zumindest. Das sind noch ein paar Gegner. Und ich musste da lang, genau. Ach, diese scheiß Fliecher, die fliegen, das ist doch. Komm gefälligst hier runter auf den Boden, du dämliches Ding hier. Komm runter. Okay, ich mach dich jetzt mit. Nahkampf tot. Weil du nicht runterkommen wolltest. Mach aber so ziemlich jeden im Nahkampf tot. Von daher ist es ja wurscht. Hui. Was haben wir denn da? Banditen-Tech-Skin, na gut. Kann man eventuell schon mal benutzen. Lalalala. So. Ich weiß auch nicht mal, für was das war, aber irgendwas Besonderes wird schon sein. Okay, das scheint mir ein großer. Nee, das ist ein ganz normaler Gegner. Nicht besonders. Habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. Wow. Nächster. Ja, na, man darf die nur nicht von vorne angreifen. Dann ist alles okay. Ah, komm schon. Jetzt. Und die sind von Zeit zu Zeit sogar krass betäubt. Das ist auch cool. Ja, Mann, diese Viecher, ich hasse sie einfach. Okay, Königin ist tot. Jetzt brauchen wir nur noch einen König. Und dann noch eine Königin und dann noch ein König. Und okay, König ist tot. Ah, da hinten ist doch was. Okay, da werden wir gleich dran ziehen. Erstmal muss ich mich um die Gegner hier kümmern. Okay, das dürfte doch jetzt mal bitte gewesen sein. Ja. Ach, okay.
Und den Pyre Thrasher könnte ich immer noch nicht besiegen. Traurig, aber wahr. Muss mir echt irgendwas überlegen. Und vor allen Dingen, man kriegt die ganze Zeit in diesen Bonus-Dingern nie Nahkampf-Boni. Das, was ich haben will, ist nie da. Das ist echt schade. Es wäre wenigstens schön, wenn man so eine Grundauswahl standardmäßig hätte und der Rest dann sich dazu immer ändert. Das wäre mir lieber. Na okay, was? Oh, eine Pistole. Wow, die ist gut. Die ist echt gut. Okay, wir haben eine neue Lieblingswaffe. Können wir gleich ausprobieren. Oh, geil. Haben sogar zwei neue Lieblingswaffen. Okay, da können wir nichts mitnehmen. Da ist schon was. Also dann. Wir haben neue Waffen gekriegt. Einmal das 804. Macht zwar weniger als das Explosivding, aber es ist, hat deswegen doch Korrosionsschaden. Es ist Pistole, ja? Genau. 17 und das 10 und hat sogar weniger Schuss. Von daher nehmen wir die rein. Das Ding kommt weg. Das Ding kann eigentlich auch weg. Hocheffektiv gegen Schilde, 1200. Was ist denn der andere Sniper eigentlich gewesen? Hier, 1300 plus 180 Crit. Ja, okay, gut, der Rest ist Müll. Ich hatte ja noch einen zweiten Sniper. Ach, das war ja der hocheffektiv gegen Schilde. Sniper, den brauchten wir nicht. Okay, habe ich denn noch irgendwas, was sehr viel... Plus 200% Waffengenauigkeit, das ist schon was Tolles. Also, aber die Waffen hätten wir zweimal drin gehabt. Da würde ich eher... Feuerwaffe habe ich jetzt bloß die hier. Schade eigentlich. Okay, da werden wir die wahrscheinlich mit der hier austauschen. Die hier werden wir noch als Favoriten hinzunehmen. Und da haben wir so ziemlich... Ja, da haben wir vier verschiedene Waffentypen. Und auch vier verschiedene... Na okay, ich habe noch keine Rüstungs- oder Schilddinger. Okay, können wir gleich mal ausprobieren, wie gesagt. Wenn ich sie denn irgendwann mal so der 2, glaube ich. Ja. Boah, geiles Ding. Super. Wow. Ja, man muss jetzt auch noch treffen. Oh, das ist wieder so eine Waffe hier. Alter Schwede. Hilfe! Wow. Okay, die Waffe ist meine neue Lieblingswaffe. Die ist cool. Die ist echt geil. Die ist super. Übelst futuristisch, wie das Ding jedes Mal aussieht. Theoretisch kannst du das sogar in einer Hand halten, dadurch, dass die so ein Stabilisierungsarm hat. Ja, das wollte ich jetzt so sagen. Aber wie kommt man jetzt hier runter am schnellsten? Ich glaube gar nicht. Man müsste eventuell schon irgendwo anders lang. Oder, ja genau, ich gehe dann so schräg durch den Eingang wieder. Ich könnte es mal wieder versuchen, gegen den Pyre Thrasher zu kämpfen, aber nee, ich glaube, das wird deswegen doch ziemlich scheiße ausgehen. Oh, wieder zwei neue Punkte. Ja, super, Nahkampfschaden ist nicht da. Schusswaffen, Treffsicherheit, Nachladegeschwindigkeit. So, Schildkapazität, Schusswaffen, Treffsicherheit, okay, Schildkapazität. Ach, das fliegt doch wieder. Wo ist denn das? Okay, es will nicht. Wir wollen nicht ewig auf das Ding warten. So, wir wollen dann, glaube ich, nach Sanctuary, ne? Ja, genau. Das könnte man auch erst später machen, wenn ich anständige Waffen habe. Das hier dagegen wollte ich schon mal noch vorher probieren. Da könnte ich mal nach Iridium Blight gehen. Das sind... Oh, okay, das ist auch schwierig. Das ist behindert. Ja, okay. Gehen wir mal nach Iridium Blight und versuchen wenigstens dem Roboter sein Hemd wiederzugeben. Falls ich das Hemd denn diesmal finde. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich. Was dieses Finden des Hemdes anbelangt. Oder was das Finden des Hemdes anbelangt. Wir versuchen sich mehr oder weniger gut auszudrücken. Das ist so traurig. Ah, so ein. Ach, Mann, überall kollidiere ich mit allen möglichen Sachen. Ah, sehr schön. Unvorhergesehener Skill, ein Überfall-Skill. Plus 3 und plus 4. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, aber ich könnte erstmal den anderen Müll hier verkaufen gehen. Vor allen Dingen, kein Schild ist besser als das, was ich jetzt habe. Das ist sehr traurig. Okay, dann kann das weg. Die beiden Sniper können weg. Das kann auch weg. Genauso wie das und das.
Und das, ja. Das kann auch weg. Und die Granatenmütze kann auch alle weg. Mann, ist eine Slack. Nee, die macht nicht genug Schaden. Sind wir doch eigentlich sehr simpel gestorben. Ja, okay, gut. Ich hatte ja das andere Ding hier noch drin. Ja, genau. So war das ja alles eingestellt, wie man das haben wollte. Okay, Iridium Blight ist doch hier hinten, naja. Oh, hoffentlich finde ich das Hemd jetzt. Ich will dem Roboter wirklich ein bisschen aushelfen mit seinem Hemd. Da wollen wir das doch deswegen doch relativ fix machen. Was ist denn das hier für eine Quest? Ach, Moment. Nee, pfui. Zeitbasierende Quests sind bescheuert. Die haben einfach irgendwie nichts in Spielen verloren. Willkommen in Dr. Zeds tragbare Klinik. Was kann ich für dich tun? Nee, das nicht. Nee. Na gut, okay. Der hat wahrscheinlich dann später irgendwann neue Sachen. Sieht deswegen doch relativ bleich aus hier in der Gegend. Muss eigentlich mal Raketen. So, und rein da. Ich glaube, ich musste dann gleich hier hoch, ne? Ich glaube eigentlich schon. Aber ich hab's noch nicht. Jetzt habe ich es aktiviert. Wo muss ich denn da denn? Eigentlich da hoch, ne? Genau, da ist nämlich das Hemd. Die paar Meter könnte ich eigentlich noch. Boah, scheiße. Da ging es mal wieder nicht lang. Ja, eigentlich ist die Karte ja klein genug. Ich könnte ja direkt die ganze Straße hier normal langfahren. Ich glaube, da komme ich schneller ans Ziel, als wenn ich versuche, hinten lang zu laufen. Komme ich eigentlich besser. Lern mal wieder den Turbo an. So. Ja, und wir sind schon wieder gleich da. Das ist doch super. Die Karte ist echt klein. Na gut, okay. Wir bleiben mal hier draußen. Mit dem Auto zumindest. Hier muss doch was sein. Ich hoffe nur, dass die endlich mal respawnen. Ja, sie sind wieder da. Noch nie habe ich mich so gefreut, Gegner zu killen. Ja, und da haben wir es doch schon. Sieht toll aus. Toll, du hast Kleidung. Danke, dass du mir Kleidung besorgt hast. Immer wieder gern. Und dann trage ich die Kleidung. Okay, der hat jetzt, glaube ich, viermal in einem Satz Kleidung gesagt. Da waren zwar ein paar Uns dazwischen, aber trotzdem. Sehr viel Wortwiederholung. Braucht man eigentlich nicht. So, Moment mal, wo muss ich denn da eigentlich dann hin, um dann zu dem zu kommen? Der Typ ist ganz hier unten, da könnte ich... Ja, okay, die ganze Straße weiter lang, so wie ich das denn standardmäßig hätte auch gemacht. Yeah, das Ding macht den Turbo an. Wuff. Ah, das war deswegen doch ungünstig. Alter, du brennst noch nicht mal. Als ob das irgendwie hätte schlimm sein können. Moment mal. Shit. Nee, doch nicht shit. Okay, alles in Ordnung. Ah, zum Glück. Ich bin nicht gestorben. Das war da oben, ne? Ja. Wir wollen ja nicht, dass wir uns irgendwie verfahren aus Versehen. Da ist er. Ja, dann, mein Freund. Hallo. Ich will dich nicht töten. Ja. Was ja eigenartig ist. Ich weiß. Ich brauche deine Hilfe. Oh, ich sollte einen Namen haben. Menschen haben Namen. Ich weiß. Ich habe so viele Malade-Programme. Wie wäre es also mit Mao? Ich glaube, das Ding brauchen wir nicht. Ja, nehmen wir das hier. Das ist auch teurer. Wir haben noch eine Quest gekriegt. Ich weiß, warum ich mich noch nicht wie ein Mensch fühle. Ich habe keine Gliedmaßen. Ich habe gehört, dass diese Banditen Gliedmaßen... Ja, die Banditen haben Gliedmaßen und die werden wir uns auch mal holen. Alter, das ist ja mal eine geile Quest. Frag sie doch nach welchen. Ey, der spinnt. Also die... Ein bisschen abgedreht und krass ist das hier schon. Frag sie doch nach Gliedmaßen, ob sie irgendwelche hätten. Ja klar, hier nimm ruhig. Ja, ich habe hier noch einen Arm in Reserve. Ist ja nicht so schlimm.
Aber zum Glück habe ich nicht alle gekillt, sondern bloß wieder falsche Richtung. Sondern bloß so viele, wie ich brauchte. Moment. Ah, scheiße. Ich darf hier... Ich muss das Ding schon irgendwie kaputt machen. Irgendwas hat... Übelstes oder... Okay, ich glaube, der schießt auf mich, oder? Oh mein Gott, nein. Wieso schießt der Pisser auf mich? Vor allem jetzt? Aber das ist immer sehr herrlich, wenn der Himmel auf einmal erhellt wird. Das könnte eigentlich daran liegen. Komm mal das. Na okay, das wäre eigentlich ziemlich krass, wenn es daran liegen würde. Aber in dem Moment, wenn das Geschoss die Atmosphäre durchdringt, wird einfach die Atmosphäre kurzzeitig verbrannt. Daran könnte es liegen. Oder beziehungsweise alles wird ionisiert und dann wird ja alles extremst hell kurzzeitig. Daran dürfte es liegen. Naja. Sehr viele Gegenden mit sehr vielen Gliedmaßen. Suchen wir doch mal auf Gegend Nummer 1. Lalalalalalalala. Ich brauche ein... Vor allen Dingen, jetzt! Malocchio! Jetzt weiß ich, wieso der so heißt. Oder habe ich das eigentlich schon mal gelöst vorher, dieses kleine Rätsel? Was ist denn das? Das sind erstklassige Gliedmaßen. Könntest du mir noch mehr besorgen? Ja, kein Problem. Ich bin sogar auf der richtigen Seite dabei. Ich möchte aus einem großen Angebot auswählen können. Wir Menschen lieben die Qual der Wahl. Die Wahl der Qual. Oh Gott. Wenn der dann wirklich zu einem richtigen Menschen wird, wird das dann ziemlich lustig. Mal schauen, ob er hier noch irgendwo so einen Eimer hat. Nee, 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 mein Freund. Oh nein, nee, 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 nicht noch so ein Goliath. Hey, die sollen mir nicht mein Gefährt kaputt machen, diese Säcke. Oh Gott, nein. Scheiße, der wird groß. Egal, ignorieren wir. Muss hier noch irgendwo so ein Eimer sein. So, haben wir hier noch genug? Das gibt's doch nicht. Okay, na komm schon. Wieso? Der ist... Oh, jetzt weiß ich, warum ich dem keinen Schaden mache. Der ist resistent. Super. Ja, bis jetzt noch nicht, aber ich denke mal, das lässt sich am besten. Gut Schlag. Gut Schlag. Oh, geh tot. Jetzt. Okay, ich glaube, ich muss erstmal weg, so schnell wie möglich. Hallo? Oh, das ist das Falsche. Das ist das Falsche. Es ist das Falsche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ja, und jetzt kann ich nicht umlenken, weil die mich freuen. Nee, ich renn fix. Okay, jetzt muss ich weg. Weg hier! Verdammt, ich kann da nicht mal ein Turbo aktivieren. Okay, also wo... Das ist auf alle Fälle hier oben. Das heißt, ich müsste eventuell... ja, wo muss ich denn da lang, um hier hochzukommen? Da muss ich wahrscheinlich andersrum lang. Okay, da gehen wir erstmal hier geradeaus. Da ist nämlich eventuell noch so ein Haufen. Oder eben auch nicht, wenn man nicht da rankommt. Okay, da wird der Haufen da oben.